Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und wir sind hier mit dem, was ist das denn? O407 sind wir unterwegs auf Gladbeck mit der Linie SB36. Die Matrix funktioniert nicht, aber die Leute, die können auch die Geheimschrift lesen. Wir sind am Hauptbahnhof von Gelsenkirchen gestartet und haben jetzt gerade mal die zweite Haltestelle angefangen, Gewerkenstraße. Und da hatte ich die Pause reingedrückt, weil da die Zeit schon um war. Ich hatte schon wieder alles verplempert und verquatscht. Jede Menge Verspätung haben wir, 4,3 Minuten. Naja, ne? Ich mache jetzt mal die Pause raus, dann können wir weiterfahren. Pause raus, Türen zu. So. Jetzt muss ich mich auch so ein bisschen ranhalten. Ich habe nämlich ja jede Menge Verspätung, 4,4 Minuten, um die wieder so ein bisschen rauszuholen. Ne? Rausgefunden hatte ich ja auch, muss ich eben gucken, ich muss geradeaus, ja. Rausgefunden hatte ich ja auch, dass die Ansagen funktionieren, aber eben nicht automatisch. Ich muss also Knöpfchen drücken. So. Nächste Haltestelle. Lockhofstraße. Lockhofstraße kommt als nächstes. Da ist schon was. Schön, dass die Ampeln grün sind. Hier steht aber niemand. Habe ich eigentlich hier irgendwie so einen Haltewunsch? Nee, ne? Mal gucken, kann man da was sehen? Nö. Ja, dann weiterfahren. Flottig. Haha. Das ist gut. Ach so, das war der Manta, der mir da in die Karre gefahren ist. Das war auch wieder eine schöne Sache. Ich stehe wirklich wunderbar, astrein, an der Haltestelle, eine ganze Weile schon. Auf einmal meckern die Leute. Warum? Weil mir so ein Manta in die Karre gedonnert ist. Und zwar von der Seite. Das ist natürlich ganz, ganz ärgerlich. Aber kann man nichts machen. Nächste Haltestelle, Grimmstraße. Grimmstraße. So, wir sind jetzt bei 2,4 Minuten Verspätung angekommen. Ja, ich fahre auch ziemlich flott und die Ampel ist rot. Hey, wird grün. Weiter, weiter. Hui. Na, hängt die Bratwurst quer? Hm? Na, die muss raus, ne? Dann wollen wir mal noch ein bisschen Gas geben. Ist hier auf der Kirmes hier. Gleich kommt jemand und sammelt die Fahrchips ein. Der springt aber nicht auf. So, 1,7 Minuten Verspätung nur noch. Das klappt ja wie am Schnürchen. Ampel, hast du gehört? Du sollst grün werden. Sofort. Jetzt. Wechseln Sie Ihre Farbe auf grün. Und zwar jetzt. Wäre auch zu schön gewesen. Und da rasen die Heizulmer Sarati mit Vollkaracho und quietschenden Reifen um die Kurve. Opa mit Hut fährt immer gut, ne? Am besten noch so eine gehäkelte Klorollenabdeckung da hinten drin oder so ein Wackeldackel. Ist ganz besonders toll, wenn man so einen Wackeldackel vor sich hat. Am besten auf so einer kurvenreichen Landstraße, wo man beim besten Willen nicht überholen kann. Und da fährt Opa mit Heizöl-Maserati, mit Wackeldackel hinten dran, genau vor einem her, mit konstant 40 km/h. Dann kann man sich eine Dreiviertelstunde den scheiß Wackeldackel angucken. Das macht einen rasend, also mich zumindest. So, da steht wer. Da müssen wir mal wieder anhalten, ne? So, ab und zu macht das, glaube ich, Sinn, mal wieder Leute reinzulassen. 2,2 Minuten Verspätung. Ja, die Ampel hat mich wieder ein bisschen was gekostet. So, rein. Guten Morgen. Du kriegst keinen Fahrschein, brauchst gar nicht erst versuchen. So. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, wo eigentlich Haltewunsch ist. Ist das die grüne Lampe da? Ich kann das nicht sehen. Ich weiß das nicht bei dem Bus. Muss ich echt mal gucken, ob ich da irgendwie drauf achten kann. Nächste Haltestelle. Kranefeldstraße. Kranefeldstraße. Aufs Grün. Gas geben. Ja. Wie schnell fahre ich eigentlich? Oh, so gute 70, ne? Macht nix. Vorne kommt was. Wenn ich das so recht in Erinnerung habe, kommt jetzt, glaube ich, irgendwie erstmal die ein oder andere Haltestelle, die gar nicht für mich ist. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, ist gerade grün. Das ist gut. Ist er das? Nö, ist nämlich nicht für mich. Ne? Ja, ja, ich weiß. Ist zwar lange her, aber so ein paar Erinnerungen sind da noch geblieben.
die nächste auch nicht, oder? Ich muss mal lesen. Fokuswinkel, auch nicht meine. Ja, die Linie, die bin ich gefahren, genau, das ist wirklich lange her, aber die bin ich so oft hin und her gefahren, bis ich die ohne Hilfen fahren konnte. Deswegen weiß ich jetzt noch so einiges. Oh, jetzt spucke ich hier große Töne und dann verfahre ich mich gleich an. Ja, ja. Ja, das ist alles nicht ausgeschlossen. Ah, jetzt wird's rot, da ist rot, ja. Genau, und da muss ich da hinten nämlich irgendwie links ab. So war das doch. Und die Haltestelle ist dann direkt nach dem Abbiegen, glaube ich. So, 9.29 Uhr ist es. Wie sieht's denn aus mit der Zeit? Eine Minute Verspätung, ist doch hervorragend. Haben wir wieder gut rausgekämpft. Jawohl. Ich hab's noch drauf. Jollef, mach dich weg. Was, du, bremst du da? Das ist ja wohl echt dreist, ne? Hier einfach vor mir zu bremsen, das geht gar nicht. So, 36, genau. Hier müssen wir jetzt links. Oh, ist sogar grün. Aber nicht für die Abbieger. Wäre ja auch zu schön. So, und wenn mich nicht alles täuscht, ist dann direkt nach dem Abbiegen da vorne genau meine Haltestelle. Verspätung 1,2 Minütekes. Das ist ja nicht so viel. Ja, da müssen wir hin, da drüben. Wenn es denn irgendwann mal grün wird. 1,5 haben wir schon wieder auf der Uhr. 1,6, naja. Also ich finde das doof, wenn die Ampeln so wahnsinnig lange rot sind. Ich mag das nämlich nicht gerne, wenn ich immer den Zeitplan so hinterher rasen muss. So, jetzt. Über 2 Minuten Verspätung schon wieder drin. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Lampe da vorne gleich ausgeht, wenn ich anhalte. Dann ist das nämlich die Haltewunschlampe. Oh, hier steht niemand. Aber das ist die Kranefeldstraße, unsere Haltestelle. Jetzt gucke ich mal, ob wer aussteigt. Im Spiegel, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Sieht nicht so aus. Mache ich wieder zu, fahre ich weiter. Und die Lampe ist angeblieben, da war auch kein Haltewunsch. Naja, gut. So, weiterfahren. Nächste Haltestelle: Nordsternpark. Nordsternpark. Ist es das schon? Ah ja, da ist das Halte. Das habe ich jetzt begriffen. Okay. Guten Morgen. Ja, moin, moin. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich richtig fahre. Ich weiß wohl noch, dass das so ein bisschen tricky war. Alle Linien, das ist leicht. Das war ja einfach. Nächste Haltestelle: Markenstraße. Markenstraße. Alle Linien. Ja, da ist die Markenstraße, genau. Jetzt muss ich aufpassen hier. Das ist ein Zebrastreifen. So, hier will jemand aussteigen, aber einsteigen nicht. Keiner da. Keiner da. Ja.
geht ganz gut. Kommen wir ja ganz gut vorwärts, ne? Ja, 2,5 Minuten Verspätung, okay. Nächste Haltestelle, Schloss Horst. Schloss Horst. Ja, das erinnert mich an diesen Witz. Was macht ein schwuler Adler? Er fliegt zu seinem Horst. Dabei hat mein Vater Horst geheißen. Ja. Immer noch alle Linien. Und wir stehen endlich mal wieder an der Ampel, ne? Das ist ja schon lang nicht mehr gewesen. Naja. Macht ja Spaß. Machen wir ja gerne. Ist unser Hobby. Ampel stehen. Damit die Verspätung wieder reinkommt. Ach ja. Ach komm jetzt hier, Mensch. Da ist ja kein Mensch. Du bist kein Mensch, Ampel. Da hast du aber Glück gehabt. So, jetzt aber. Los. Und jetzt fahren die noch so lahmarschig. Gibt's das denn? Du kannst jetzt ruhig rot werden, Ampel. Glaub mal ja nicht, dass ich jetzt stehen bleiben würde. Das wäre mir jetzt ja mal sowas von egal. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Spur richtig ist. Ich sag mal, vermutlich die linke. Weil ich habe dann irgendwie im Urin, dass das irgendwie gleich so nach links in der Mitte auf so eine Busspur geht. Naja, sicher. Sag ich doch. Schloss Horst. Hier muss ich nämlich jetzt so all reinfahren, damit ich die Leute da einsammeln kann. So war das. Und das habe ich mit so einem Gelenkbus gemacht hier alles. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Und jetzt habe ich ja nur so einen Solo-Bus. Ich müsste mal einen Unfall machen, damit wieder Platz ist für neue Fahrgäste. Jetzt kommt die ganze Meute hier rein. Hallo. Gibt keinen Fahrschein. Nein, gibt keine Fahrscheine. Ich habe keine mehr. Alle ausverkauft. So ist brav. Heute nur mit Monatskarte. Sag mal, du hörst mir auch nicht zu. Nee, das wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte einen ganz anderen Knopf drücken. Ich wollte die Tür nicht zumachen. Kurzstrecke hast du gesagt. Nehmen wir den. 1,60. Das ist ja noch leicht. Ja, den hast du doch gekriegt. Sei mal nicht so ungeduldig. Einen normalen Fahrschein. Du. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt. 2,60, ne? Das wäre dann 3,5. Ja, er ist zufrieden. Eine Kurzstrecke, bitte. Kind kurz. 1,60. 2, 3, 4, 6, 8. Schon fertig. Edge. Ja, los, dann komm noch, aber beeil dich. So. Busampel rot. 3,8 Minuten Verspätung und jetzt sagt noch, ich wäre schuld. Busspur, ja, warte, wir müssen da hinten in diese Busspur reinfahren. Jetzt aber. Jut. So, wie war das hier, ne? Hier müssen wir rein. Das war mit dem Gelenkbus manchmal so ein bisschen tricky, hier reinzukommen. Haben wir mit dem Hintern die Schilder weggekratzt. Nächste Haltestelle. Gelsenkirchen, Burer Straße. Hä? Wieso ist denn hier jetzt so ein Schild? Das ist doch mit Sicherheit keine Absicht. Oder ist es, damit die da nicht reinfahren? Müsste man eigentlich sehen können, wenn ich jetzt mal hier die Hilfen ausmache. Ja, das hat mich weg, das gehört zu den Hilfen. Ja. Das ist aber so massiv, schon krass.
3,4 Verspätung ist jetzt angezeigt. Na ja. Ampel. Mach. Aber ansonsten geht mir das ja bis jetzt ganz gut von der Hand hier, ne? Ob das vielleicht daran liegt, dass ich das früher schon gefahren bin? Muss ich gucken, das ist das hier schon? Ja. Ja. Oder da vorne? Ich weiß gar nicht genau. Ich stelle mich jetzt einfach mal so in die Mitte, sodass quasi beide könnten. Ja. Morgen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, das für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Ja, ein großes Pflaster für die Klappe. 6,60. 7, 8, 10. Tschüss. So, jetzt fahren wir an dem weltbesten Plakat vorbei hier links. Und dann können wir hier nämlich jetzt raus aus der Busspur. Genau. Hier auf die Spur. Da ist noch so ein geiles Plakat. So. Ach ja, hier war so ein Fehler. Da bin ich immer gegen so einen unsichtbaren Poller gefahren irgendwie. War doch hier, glaube ich, ne? Ja, war hier auf dem Stück irgendwo. Da war mal ein Fehler bei einer älteren Version. Ach ja, ich muss ja weiter drücken. Nächste Haltestelle, Kärntner Ring. Das ist doch jetzt hier, ne? Genau, hier kommt jetzt der Kärntner Ring. Aber ich halte zwar hier an und ich mache auch schon mal die Haltestellenbremse rein, aber ich mache auch die Pause rein. Zeit abgelaufen. Ja, ich würde mal sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dann, bye bye, tschüssi.